Herzlich willkommen, meine lieben werten Zuschauer von Need for Speed Rivals. Wir zocken heute den Multiplayer. Und zwar habe ich natürlich ein paar Leute. Zum einen haben wir Mr. Mettesinger, den wir schon aus Grid 2 und Need for Speed Most Wanted kennen. Mahlzeit! Natürlich hier auch James, der nicht mitredet, den haben wir bei eingeladen. Und der fährt gleich mal in den übelsten Lamborghini. Ich sag da nur zu, fick dich. Wir haben das Spiel gerade mal, ich habe das Spiel gerade mal eine halbe Stunde gespielt. Ja, ich und zwei Stunden. Ich spring da jetzt, ne, übrigens. Ich auch. Holy Nitro! Holy fuck! What the fuck? Scheiße, nein, nein, nein! Ich bin erster der Speedlist. Felix laggt bei mir. Laggt bei mir auch. Obwohl jetzt gar nicht mehr so. Doch, schon. Bumm. Also was wollen wir denn machen? Also wir haben, auf jeden Fall haben wir jetzt rausgefunden, wie man jetzt so ein Freundesspiel erstellen kann. Man muss einfach nur, wenn man für alle nochmal wissen, wie man, alle wissen, wie es nicht geht, geht ihr einfach jetzt hier auf Start, dann geht ihr auf All Drive Einstellungen, dann geht ihr hier auf All Drive Einstellungen, könnt ihr hier einstellen, Spielersuche Einstellungen könnt ihr einstellen, halt. Privates Spiel, Einzelspieler, also da kommt halt keiner mehr rein bei euch. Halt ein Freundesspiel, was wir gerade sind, oder ein öffentliches Spiel, wo halt mit anderen Leuten aus der ganzen Welt zocken könnt. Ich möchte ohne Speichern beenden. Nein, was habe ich jetzt gedrückt hier? Was geht denn jetzt, ja? Ich möchte nichts beenden. Ja, genau. Boah. Und wenn ihr jetzt die Leute einladen wollt, geht ihr einfach auf Freunde. Dann geht ihr auf den Namen und dann auf Spiel einladen. Spieler einladen. So, was wollen wir heute machen? Ja, keine Ahnung. Anscheinend ist ja im Multiplayer das gleiche wie im Singleplayer, dass man nur die Aufgaben, die Speedlists machen kann. Und ja, das war. What the fuck? Das war's dann wohl, wa? Ah. Wie ich das sehe. Würde ich auch sagen, also. Ich würde sagen, dann macht's in dem Multiplayer-Part, beziehungsweise ja, du machst das bei dir weiterhin als Singleplayer-Part, nur dass ich dann teilweise manchmal dabei bin. Weil im Endeffekt ist es genau das gleiche. Und wir haben halt dann ein bisschen Spaß dabei am Zocken. Ach, James ist wieder beigetreten. Ja, weil keine James... Ahnung, also mein Auto ist die komplette Marsch aus. Sag mal, fahr mal ein bisschen, wa? Ja, ich habe auch, meine Aufgaben sind Racer-Treffer mit Verfolgungstechnik 5 Stück und Silber bei einem Rennen. Aber ich glaube, ich habe gerade Lexe, ich komm ab und zu mal. Hier ist die Polizei-Hauptquartier. Richtig, ich habe keine Lags, ich habe einfach nur Grafik nachziehen, dadurch mein PC das Spiel überhaupt nicht schafft eigentlich. Aber passt schon. Ich bin 30 FPS auch hier, ich habe meinen PC lange nicht ausgehabt, deswegen auch, glaube ich. Dein PC ist außerdem auch viel stärker als meine. Na, also musst du auch bei den besseren haben. Ja, das stimmt. Ja, also, wir werden ein bisschen mal rumfahren, wenn jetzt nichts groß, wir werden jetzt nicht großartiges machen. Alter, bam! Auf einmal macht das Spiel richtig Bock, ey. Ja. Also mal ganz. Also bei uns sind halt die Multiplayer-Parts, also nicht so wie bei Need Wanted halt immer so ein einzigen, weil das ist alles in eins gefasst. Ja, das stimmt. Also wenn mal hier Felix kennt jetzt. Oh, ich bin tot. What the fuck? Ja, ich muss den PC glaube ich ein bisschen mal. Ja, auf jeden Fall. Werde ich denn ab und zu vielleicht mal alleine aufnehmen? Oder auch entweder denn mit. Hallo? Felix, nein. Nein! Fick dich, ich bin weg. Scheiße, ich brauch das doch für Ficker! Kleiner Judenkopf, Alter. Jetzt krieg ich dich. Jetzt mach ich. Kriegst mir nie im Leben. Also werde ich ja manchmal halt alleine aufnehmen. Also im Einzelspieler. All Drive Einstellung. Kopfhörer vom Rock annehmen. Wow! Lol. Oh ne, es ist wieder. Oh, es ist der gleiche Bug wieder. What the fuck? Was war das denn? Der gleiche Bug, ich hab's auch. Ich weiß es nicht. Ich bleib einfach in der Welt stehen und. Ja, das ist mir gerade auch passiert. Jetzt fahre ich weiter. Jetzt kann ich weiter. Kopf reingeschaltet, ja, ich kann nicht fahren.
und bei mir und die Straße bei mir einfach abgehackt und ist einfach nur noch ein Feldweg. Oh, ich hasse diesen Bug so sehr. Wenn du es bei mir mal sehen würdest, ey, das ist nicht. Das ist aber hier immer an der Stelle, das ist mir auch schon aufgefallen, immer hier an der Stelle fängt es an zu lenken. Wo? Ja, jetzt! Jetzt hat er auch wieder, Straße bei mir. Meine Felgen sehen sehr schön aus, Alten. Also das Spiel denkt, ich fahre gerade. Ja, muss man halt kurz mal warten. So, jetzt bremse ich beim Spiel, jetzt gebe ich Gas. Ah, jetzt fahre ich mal weiter. Alter. Felix, kommst du her? Ja. Aber nicht hier. Hier kann ich nicht fahren. Hier läuft das Spiel dann mal mit flüssigen 10 FPS. Ich hab auch gerade mal 23. Weil er hier so übelst nachladen muss. Das ist auch Stadt, ey. Ja, das stimmt. Ich fahr's einfach mal hier, also. In Stadt- und Waldgebieten hat mein Spiel extrem. Wow! Juhu, Lex! Ah, jetzt wow, wo flieg ich denn runter? Lol, was hast du gemacht? Wo bist du hin? Irgendwo runtergeflogen. Irgendwo runtergeflogen. Siehst du mir nicht auf der Karte? Nein! Okay. Ich muss mein PC so sehr neu starten. Ach, da bist du auf der Karte. Nein, bist du irgendwo am Rumeiern, Alter. Fahrzeugschaden kritisch. Wie nutzt seine Werkstatt? Ja, gerne. Also einfach durch eine Tanke durch. Ach, wie beim Most Wanted, okay. Alter, wieso und vibriert schon, denn? Und boah, schon wieder, Alter! Alter, das ist ein richtig behinderter Bug. Boah, und dieser Controller geht mir so auf den Sack. Boah, vibriert das denn? Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in den Kommentar schreiben, woran das liegt oder ob ihr das auch habt. Mich würde das mal interessieren. Fahrstufe 3. Ach, auch wieder das gleiche hier. Okay. Hier muss einfach nur die Straßen nachladen. Deswegen bleibt mein Spiel einfach stehen. Also es bleibt nicht generell stehen. Man kann das noch alles bewegen. Aber Auto bleibt einfach stehen. Man kann es nicht mehr bewegen. Ah, jetzt hat die Straße nachgeladen. Okay. Wo zum Teufel stehst du? Am Ufer auf dem Berg hier. Auf dem Berg? Also höher gelegen. Momentan Position 2. Wie viele Kilometer musst du noch fahren? Wie viele Kilometer muss ich noch fahren? Na, oder hast du schon durch? Was habe ich durch? Haben wir keinen Kopf am Kopf rennen gestartet? Nein! Okay. Mein Fall, Alter, ich stehe gerade an der Position, wo du sein solltest. Jo, hier bist du. Lol. Lol, jetzt bist du auf einmal wieder weg. Okay. Gut. Holy fuck. Jetzt bist du da hinten irgendwo. Alles klar, ich werde erstmal wahrscheinlich. Oh, ich hab doch. Hallo! Felix, noch da? Ja, natürlich. Gut, ey. Ach, da bist du auf der Karte, okay. Ey, ich fahr jetzt erstmal zurück in die Garage, ganz ehrlich. Was, Verfolgung gestartet? Nirgendwo ist ein Bulle, willst du mich ein. Ah, doch, da. Ja, mit. Ja. Tut mir leid, Freunde, aber das ist ein ziemlich chaotischer Part jetzt. Ich muss ja meinen PC neu starten, damit das hier alles wieder rund läuft. Ich fahr da 5 Kilometer kurz zu diesem komischen Teil dahin, ey. Ja, und die Lags kommen jetzt davon, weil ich den PC nicht ausgemacht habe. Ja? Oh, das ist eine Garage. Yay, Bullen. Oh, lol. Was war das denn? So, mein Auto ist wieder ganz. Kommst du auch zur Garage hin, Felix? Da oben hin? Ich habe gerade zu tun. Sagen wir es mal so. Ich habe es gerade mit 2 Lexus LFA. Alter! Und schon wieder die Welt nachher. Was ist denn das bitte? Bei mir muss echt. Alter, das kann man ja gar nicht. Kann man gar nicht Multiplayer zusammenspielen. Tut mir leid. Du zockst die ganze Zeit immer Multiplayer, das weißt du. Na, außer man stellt es ja auf Einzelspieler ein. Ja, klar, aber. Das mache ich dann auch jetzt immer, ey. Ist ja schlimm. Muss das hier so sein? Nee, was ist nicht. Okay, also Freunde, das Spiel muss auf jeden Fall geupdatet werden. Da kommt ja gar nichts rum, also das ist ja.
Nö, hast du nicht von vorne gestartet? Ach, hau ab, Bentley. Weg da! Jetzt muss ich noch in den Kopf hinkommen. Bäm! So, ich brauche noch zwei Treffer für. Haut ab, ihr Polizei! Haut ab, ihr Polizei! Oh, ein geiler Drift! Ah, dass die Polizei auch eiskalt entkommt, okay. Dass die Polizei auch eiskalt, ja, du weißt schon, hier die Abkürzung alles so nutzt. Nee. Ich möchte jetzt eigentlich nicht meine Verfolgung starten. Das ist so übertrieben. Ich habe Fahndungsstufe 3 und ich habe gerade Lexus LFAs am Arsch. Das ist total abartig. Kannst du gar keinem antun, ey. Radarkamera 32 von 84 gesammelt. Oh. So, ich bin entkommen, okay. Ja, ich noch lange nicht. Nutze deine Werkstatt, habe ich gemacht. Gut, also vorhin in den Part welche sind so hochladen, aber beim nächsten Mal werde ich dann auf jeden Fall, wenn wir dann hier vielleicht auch mit 6 Leuten, ob es mit 5 anderen Leuten was machen. Und das ist echt komisch. Dann werden wir jetzt mal ganz kurz hier in unsere Garage gehen, dann werden wir ein bisschen was auftüren, können wir auch so machen. So, ich möchte meine Gutschreiben, meine 26.000, sehr gut. So, also sind wir jetzt erstmal hier drin. Also es ist ziemlich verwirrend. Wir werden uns mal ein bisschen mit drum kümmern, Felix, bestimmt. Ey, wir sind jetzt 22 Kilometer gefahren. Fortfahren. Was war so, das? Ich möchte 82.000. Ja. Wir können jetzt einfach mal ein bisschen das hier oben kaufen. Alter! Wagenpersonalisierung. Wagen lackieren. Felgen lackieren. Streifen. Decals. Vollen Lackierung, Nummernschild. Auf das auf Nummernschild muss erstmal rauf. Da muss rauf. Olympic. So, hier, ja, das nehme ich. Palmont City, das ist die Stadt aus Lieferspiel Carbon. Nummernschild speichern und anbringen. Jupp. Ich möchte meinen Namen aber ändern. Da muss er da kommt jetzt drauf. Kann man da raufschreiben? YouTube? Ja, passt sogar. Ja, YouTube passt noch, okay. Ja, hab YouTube draufgeschrieben. Mujan passt zum Beispiel nicht rauf. Ich kann den Tuner mal auftunen. Robustheit, keine Upgrades. Auswahl. Ruf da. Akzeptieren. Robustheit machen wir erstmal. Was haben wir denn noch? Stärke. Kontrolle, ja, die Kontrolle ist ja nicht das Problem bei dem Porsche. Beschleunigung auf jeden Fall drin. Höchstgeschwindigkeit auch drin. Mal noch ein bisschen Höchstgeschwindigkeit drin. So, Beschleunigung auch noch mal ein bisschen. 13.000 haben wir noch. Was soll ich drauf machen? Nochmal Robustheit oder Stärke? Machen wir nochmal Stärke drauf. Und hier nochmal Kontrolle. So, jetzt habe ich nur noch 1.200. Das Auto ein bisschen aufgetunt. So. Verfolgungstechnologie. Was denn das? Textslot auswählen. Slot 1, Slot 2. Warte mal, Slot 1. Elektrostatisches Feld Level 1. EMP Level 1. Störsignal Level 1. Schockwelle Level 1. Betäubungsmittel Level 1. Alles klar, gut. Alles klar, Freunde, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns erstmal. Felix, kommst du denn, wenn du durch bist, mit, zu der Garage hin? Ja, kann ich ja mal suchen auf der Karte. Da ist James. Felix, du musst. Kann ich dir eigentlich eine Route machen? Nein. Dann dreh mal um, Felix. Ja. Hier ist er gerade drauf. Hier ist James, der steht da gerade rum. Ich finde es doof, dass man nur mit 6 Spielern das machen kann. Ja, mit mehr. Was bringt's dir denn mit mehr? Ja, okay, würde jetzt ein richtiger Multiplayer sein, dann wär's mit 6 wenig, dann wär's mit 6 scheiße, aber dass halt alles verbunden ist, dann reicht 6 auch. Richtig. Kannst halt ein Together daraus machen, kannst du sagen. Ja, das stimmt. Oh, Vibration. Dann macht James kommt dir gleich entgegen, ja. Okay. Gut zu wissen. Aber ich finde das schon geil, dass ihr dann auf meiner Karte angezeigt werdet.
Jetzt läuft tatsächlich mal wieder flüssig. Bulle! Fuck! Oh, da sind da richtig viele Bullen bei euch. Oder? Werde ich verfolgt? Nö. Was haben wir denn aus der Karriereübersicht? Also, wir sind momentan noch in Kapitel 1 Zündung. Und wir machen jetzt gerade die hier. Ich muss der Straße auch weiterhin folgen, sagst du. Warte. Wo bist du gerade? Ja, immer weiter geradeaus fahren. Okay. So, dann bei der nächsten Kreuzung dann rechts abbiegen. Hinter dir müssten zwei Bullen sein, wa? Ja, kann sein, die sind aber glaube ich nicht hinter mir. Und noch ein orangener auf der Karte, oder? Ja. Okay. So, jetzt da vorne biegst du einfach rechts ab. Da vorne, also hierher. Jupp. So, dann kommt gleich eine Gabelung. Dann nimmst du den linken Weg. Nicht den rechten. Verfolgung fortgesetzt. Den linken, also geradeaus weiter hoch. Ja, links hoch da. Richtung Sunset-Tunnel. Ja, genau da hoch. Perfekt. Bei mir bleibt der ab und zu mal stehen auf der Karte. Ja, ist ja logisch. Weil bei mir extrem die Karte nachladen muss. Und bei James wahrscheinlich auch. So, einfach jetzt gerade ausfahren und dann bist du schon da unten. Und wieder entkommen. Alter, ich habe noch nicht mal meine Aufgabe erfüllt und habe 62.000 Points. Ich gehe nochmal aus der Karte raus, damit du mich dann siehst. Ich weiß gar nicht, wie viel die Autos später kosten müssen, aber so viel... Scheiße. So viel Kohle, wie man kriegt, das ist ja echt schon nicht mehr schön. Ohne Kack. Also aktive Spieler, Mojang LP Racer, Mr. Messinger Racer, James Racer. Fahren. Okay, das finde ich auch gut. Also in dem Spiel regnet es eigentlich permanent. Was? Bei mir regnet es nicht. Wenn es bei mir regnet, oder? Also bei mir ist schönster Sonnenschein. So Interceptor starten, was ist das denn? So das Rennen. Ja, was heißt Rennen? Das Felix, kommst du gleich? Ja, ich bin doch unterwegs. Bleib mal locker, hier sind sehr im Team. Da kann ich nicht mit 500 durchfahren. Fordere James. Da kommt Felix. Und da kommt James. Ich bin hier unten, ja. Willst du schon kommen? Ja, klar. Sehr gut. Ich glaube, ich muss hier hin, ne? Oh, das. Nein! Fuck! Ach, da bist du. Da ist ein Kopf, Felix. Achtung! Ha! Boah! Nein, 62.000 sind weg. Geil! Danke! Mann! Alter, der Kopf hat sich übelst weggenatzt. Das geht mir an diesem Spiel richtig auf den Sack. Ey. Ja, und die Bullenbretter hier rüber, ist ja klar. Geil. Und wo bist du jetzt, Felix? In der Garage. In der Garage? Ja, sicher. Dann komm mal raus. Ach scheiße, jetzt hätte ich mir den BMW kaufen können. Egal. Ich geh wieder in die Garage rein. Willst du mich verarschen? Okay, du bist doch ein Spasti, Alter. Dann geh ich wieder raus, okay. Garage verlassen, hier starten. Racer, Racer, Racer. Ja doch, hier regnet's. Eine Frage. Wenn ich jetzt aus dem Spiel rausgehe, oder du, wenn wir beide rausgehen, würde denn James seine ganzen Punkte verlieren? Nein, die werden gesaved. Okay. Fordere Flash hier raus. So, Felix. Dann würde ich sagen, war es das heute für den Part. Es war ein bisschen chaotisch. Beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall besser werden. Vielleicht mit Flashy und noch ein paar anderen, wenn wir hier Redview County unsicher machen. Auf jeden Fall macht das Spiel ziemlich Bock, wenn da ein paar andere verschiedene Bugs nicht wären. Aber ansonsten ist das Spiel ziemlich geil. Es macht uns Spaß und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ein Tag. Das ist so geil. Scheiße. Alter. Auf jeden Fall. Sehen wir uns dann nächstes Mal wieder von Need for Speed Rivals. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.